Willkommen zu den Energien von Januar 2024. Was uns erwartet in diesem Monat, wenn ich so mich eintune, ja, in die Energien und in die Themen für Januar, ist, es ist Action Time. Also es ist wirklich Zeit zu handeln. Januar ist nicht mehr ein Monat, wo wir in unser Tagebuch schreiben und nachdenken und Listen machen und kontemplieren über irgendetwas, sondern Januar ist die Zeit, wo, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem persönlichen Leben ein Projekt hast oder irgendetwas anderes, eine andere Veränderung, die du gern durchführen möchtest und du hast vielleicht schon lange darüber nachgedacht und du hast schon lange abgewogen, ja, Pro und Contra und kamst aber nicht ins Handeln. Jetzt im Januar sind die Energien dafür günstig, ja, in meiner Wahrnehmung, um Schritte in diese Richtung zu gehen. Aktive Schritte, nicht geistige Schritte, nicht Visualisierungsschritte, sondern in der 3D-Welt aktive Schritte. Und das muss nicht heißen, geh jetzt das ganze Projekt an und stell es fertig und stell es auf die Beine in den nächsten 4 Wochen. Sondern mach die ersten Schritte. Und wenn es Babyschritte sind, ganz kleine, aber in der physischen Welt, auf der physischen Ebene. Und das nehme ich auch wahr fürs Kollektiv. Es ist Zeit zu handeln. Und das heißt, auf der einen Ebene werden wir viel Action sehen, ja, was wir auch bisher schon gesehen haben. Und einiges davon wird aber überraschend sein. Das ist so ein zweiter Strang, der damit reinkommt. Also es wird, ich nehme wahr, wie 2 Überraschungsmomente geben in diesem Monat, wo wir sagen werden, oh, damit hätten wir jetzt aber nicht gerechnet. Ich rede jetzt vom Kollektiv, also von der globalen Szene, ja, nicht unbedingt in deinem persönlichen Leben. Wenn es bei dir auch so ist, dann ist es bei dir auch so. Aber jetzt so von dem, was ich von außen wahrnehme, da wird es 2 Dinge geben, wo wir sagen, oh, das ist jetzt aber echt überraschend. Das ist eine Wendung oder das ist ein Überraschungsmoment, mit dem hätten wir so nicht gerechnet. Und das bedeutet aber, es gibt Konsequenzen aus diesen Überraschungsmomenten. Und die Wahrnehmung ist, dass eine Konsequenz daraus sein wird, ha, so schnell kann es gehen, also so schnell können sich die Dinge ändern oder, oh, sowas ist auch möglich, wow, also jetzt in dieser Zeitschiene zum Beispiel, auf der wir uns befinden. Und zum Zweiten, dass es auch wieder uns aufruft, zu überlegen und zu entscheiden, wollen wir das, was wir da sehen, weiterführen in der Zukunft oder wollen wir Veränderungen? Und das Gefühl, das ich dabei habe, ist, es ist eine Einladung zur Veränderung. Wenn wir Veränderungen sehen wollen im Außen, beginnt es immer mit uns im Inneren. Ja? Wir wissen auch, dass das, was jetzt hier stattfindet, auf dem Planeten, eine Widerspiegelung ist von dem, was in jedem Einzelnen stattfindet. Das Kollektiv ist die Summe der ganzen Bewusstseine der einzelnen Menschen. Und du und ich, wir sind Teil davon. Und das bedeutet, wir sind letztendlich einflussreich. Wir haben Einfluss. Wie reich wir an Einfluss sind, das hängt von uns ab. Und eben auch von dem, wie sehr du in dir spürst, dass du einen Einfluss haben möchtest. In dem Fall einen positiven Einfluss auf das Kollektiv. Das heißt, was auch immer du im Außen sehen möchtest, darfst du in dir zuerst entwickeln. Wie du möchtest, dass sich die Welt da draußen verhält, dass sie denkt, dass sie fühlt, dass sie handelt, wie sie sich zeigt, ist das, was die Einladung an uns ist, was wir in uns entwickeln dürfen. Also das heißt, für die nächsten Wochen darfst du sehr genau hinschauen, das gilt dann auch für die nächsten Jahrhunderte, sehr genau hinschauen und beobachten, was findet in dir statt. Denn du bist die Veränderung. Jeder und jede Einzelne verändert das Bewusstsein der Menschheit, weil wir Menschen sind, Teil der Menschheit sind. Das braucht aber Wachsamkeit, das braucht Achtsamkeit und Beobachtung dessen, was in uns stattfindet. Emotional, geistig, unsere Gedanken,
was wir kreieren, wie wir zu dem im Außen beitragen. Ist es mit Angst? Ist es mit Verurteilung? Ist es mit Negativität? Ist es mit Genervtheit? Ist es mit was auch immer? Es liegt an uns, diese Dinge wahrzunehmen. Und all die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, sind negative Aspekte. Das heißt, gesund sind sie auch nicht für den physischen Körper. Ja? Und sie tragen ganz bestimmt nicht zu mehr Liebe und zu mehr Freundlichkeit und zu mehr Verständnis und Weisheit hier auf dem Planeten bei. Das heißt, wenn wir das sehen wollen, dann ist das das, was wir in uns entwickeln dürfen. Und da dürfen wir tatsächlich unsere Aufmerksamkeit drauf lenken, unseren Fokus, Zeit damit verbringen, diese Aspekte in uns zu entwickeln. Und ich gehe jetzt nochmal für Januar und auch für die nächsten, also für 2024 und danach, in die Energien und möchte noch einen Aspekt teilen, der oft immer wieder auftaucht. Diese Frage, wird es einen nuklearen Krieg geben, ja oder nein? Vom heutigen Standpunkt aus, was ich energetisch wahrnehme, ist, dass das keine Option ist auf der Zeitschiene, auf der wir uns befinden. Und ich gehe jetzt nicht in die Theorie oder in die Erklärung von Zeitschienen und so weiter, sondern ich möchte bei dem bleiben, dass wir uns angesprochen fühlen, dass wir mit unserem Bewusstsein das erschaffen, was wir dann wiedergespiegelt bekommen im Außen. Und vom heutigen Standpunkt ist mein Eindruck, meine Wahrnehmung, dass das Bewusstsein so ist, dass ein nuklearer Krieg nicht stattfinden wird, weil der nicht in diesem Bewusstsein gehalten wird, den die Erde hat und den wir Menschen als Kollektiv haben. In diesem Bewusstseinszustand. Das ist dort nicht beinhaltet. Das heißt nicht, dass wir nicht alle anderen Formen des Aufeinanderlosgehens und der Unterdrückung und der Machtdemonstration und so weiter, dass wir das nicht sehen werden. Das sehen wir ja jetzt schon und das wird auch so weitergehen. Alles andere wird sich durchaus zeigen, aber auch wieder, damit wir sehen, damit wir es wahrnehmen können, damit wir es anschauen können und dann bewusst entscheiden, wollen wir als Menschen so weitermachen oder nicht. Und wenn du dich dann fragst, ja, aber was kann ich denn dann tun, wenn ich das da draußen sehe in meinem kleinen Leben? Du kannst die Attribute und die Qualitäten und die Eigenschaften in dir ehren und kultivieren, die du im Außen sehen möchtest. Denn dazu oder damit trägst du zum kollektiven Bewusstsein bei, in die Richtung, in die du das möchtest. Ihr hört mich das auch immer wieder sagen. Und wenn wir diese Aufgabe ernst nehmen, dass unsere eigene innere Entwicklung, dieses, dass wir uns kennenlernen und dann bewusst so leben, wie wir es auf dem Planeten sehen wollen, haben wollen, wenn wir bereit sind, das zu tun, auch diese Verantwortung dazu, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dann ist im Grunde schon wieder der nächste Schritt in dem, was wir sehen wollen auf dem Planeten, also der nächste Schritt hin zu höherem Bewusstsein, zu mehr Verständnis füreinander, zu Friede, zu Freiheit, zu Fülle, zu Einigkeit, dann ist der nächste Schritt damit schon wieder getan. Aber es beginnt einfach immer wieder mit uns im Inneren. Wo urteile ich noch? Und nicht, wo nehme ich wahr und wäge ab? Bin ich dafür oder bin ich dagegen? Ist es etwas, das mir entspricht oder nicht? Ist es etwas, das ich fördern möchte oder nicht? Das ist was anderes als urteilen, als verurteilen. Und die Präferenz, wenn du sagst, ich möchte nicht in unfriedliche Aktivitäten oder Gedanken einsteigen, also auch schon Gedanken, deine Gedanken produzieren Energie. Jeder Gedanke ist Energie und alles, was existiert, ist Energie, Frequenz und Schwingung. Das heißt, jeder Gedanke trägt zur Schöpfung bei.
Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns da wirklich bewusst sind, dass wir achtsam sind. Was denken wir? Und ist es das, was ich auch unterstützen würde, dass andere denken miteinander und so weiter? Ist das wirklich das Bewusstsein, das ich unterstützen möchte? Und im Januar, wie gesagt, ist die Einladung, aktive Schritte zu unternehmen in die Richtung, in die du gehen möchtest. Und auch das, wo du vielleicht schon ganz lange dir überlegt hast, vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte, das gehe ich irgendwann mal an, mach das jetzt. Gehe jetzt die ersten aktiven Schritte. Und wir werden eben auch dieses Action Time, diese Action, viel Action im Außen sehen. Was aber gut ist, was aber immer wieder genutzt werden kann, von mir, von dir, von uns allen, um in die Richtung zu steuern, in die wir gehen wollen. Das ist alles für uns da. Wir können es alles nutzen als unsere Lektion, als unseren Wegweiser, wo wir uns immer wieder dran orientieren können. Sage ich Ja dazu, sage ich Nein dazu und was hat das dann für eine Konsequenz für mich, für mein Handeln, für mein Denken, für mein Fühlen, für mein Sein in der Welt? Denn das können wir steuern und das können wir leben und das ist unsere Verantwortung und dazu lade ich uns ein. Ich wünsche uns einen wundervollen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn du willst.